Das Gebiet Fläche dieses Jahr zum zweiten Mal. Letztes Jahr waren wir schon hier. Es geht schlicht und ergreifend um diese neue Technik, was das Sous-Vide-Garn betrifft. Was heißt neu, so neu ist aber noch. Aber die halt immer mehr auch in die Privathaushalte Einzug hält, etwas mehr zu erklären. Das ist nichts, was man so in der Theorie einfach sich aneignen kann, sondern man sollte dann schon das ein oder andere Mal praktisch üben. Schlicht und ergreifend geht es darum, wir packen das Essen in die Tüte, garen es in der Tüte. Hört sich jetzt sehr, sehr einfach an. Letztendlich geht es darum, dass wir durch das Vakuumieren von Lebensmitteln den Geschmack besser erhalten, die Vitamine und Nährstoffe besser erhalten können, weil wir es nicht auswaschen, weil wir es vor allen Dingen auch bei einer sehr, sehr niedrigen Temperatur garen können. Und das ist letztendlich Sinn und Zweck der Geschichte. Durch den nicht vorhandenen Sauerstoff gärt das ganze Ding auch nicht und deshalb lässt es sich auch wesentlich länger, wenn es im gegarten Zustand ist, wieder aufbewahren und kühl halten. Und es gibt einen großen Nachteil, der logischerweise immer wieder auch zur Sprache kommt, so nach dem Motto, es ist halt viel Plastik, ne, was verbraucht wird. Andererseits sage ich, ich brauche weniger Kochgeschirr, was ich spülen muss und ähnliches. Von der Seite her lässt sich da die Frage offen, ob die Energiebilanz tatsächlich so schlecht ist. Wichtig ist, dass man die richtigen Beutel nimmt. Nämlich hier haben wir einen Verbundstoff aus Polyethylen und Polypropylen, sodass keine Weichmacher ins Gargut eindringen können. Dass es also absolut lebensmittelecht ist und vor allen Dingen auch hitzestabil, weil wir bis zu Temperaturen von 85 Grad umgehen. Wichtig auch im Dampf, weil im Dampf die Wärmeübertragung durch das Wasser halt wesentlich intensiver ist und besser ist, als wenn wir es nur in den Backofen legen, da sind die Temperaturschwankungen zu groß. Beim Sous-Vide-Garn arbeiten wir mit einer Genauigkeit von plus minus 1 Grad, also von der Seite her. Ich bin noch 3 Tage da, also wer einen Workshop machen will und da mehr Informationen haben möchte, logischerweise gerne. Wir haben heute 3, morgen 4, nochmal am Sonntag nochmal 4, immer gerne. Genau, man kriegt...